Herzlich willkommen, liebe Lauffreunde. Heute ganz spannend haben wir einen Gast da, einen Bewegungswissenschaftler, der mal mit uns wirklich in die Tiefen der Laufmöglichkeiten eingeht. Wir haben ja über Jahre verschiedene Theorien zum Sport machen gehört, zum uns bewegen mit Dämpfung, Vorfuß, Fersenlauf und immer wieder hört man doch auch von Problemen, Schienbeinentzündungen, Wadenproblematiken, Verkürzungen. Und um, wie wir den Körper am besten trainieren können und wirklich im Gleichgewicht sind mit der Natur, das hören wir heute von unserem Gast Karl Müller. Hallo, lieber Karl, schön, dass Hallo, du da bist. Liebe Corinna, danke. Ja, spannendes Thema auch für mich, als vor 20 Jahren Trainerausbildung gemacht, da war ich in der Zeit, wo alles geschützt werden musste. Ja, da durften wir unseren Kopf nicht nach hinten machen und eigentlich uns ganz vorsichtig nur bewegen, gerade im Aerobic-Bereich. Und damals kam auch das Thema mit den Laufschuhen, die eine besondere Dämpfung haben sollten. Und ich frage dich jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung. Ich habe damals versucht, das Thema Joggen in mein Leben zu integrieren und ich hatte einen kompletten Widerstand. Ich habe mich beim Laufen unwohl gefühlt, ich habe Hüftschmerzen bekommen, mir taten die Waden, die Sehnen weh. Also es war, und dann habe ich es auch nicht mehr weitergemacht, weil ich echt gedacht habe, nee, es läuft nicht rund. Was war denn jetzt da das Problem? Es muss daran gelegen sein, dass die Bewegung unnatürlich war. Wenn wir uns natürlich bewegen, sei das beim Gehen, sei das beim Joggen, bei irgendeiner Art von Bewegung, wenn die Bewegung so gemacht wird, wie sie vorgegeben ist von der Natur her, wie Gott uns gemacht hat, wenn wir uns so bewegen, dann kann es nicht wehtun, außer wir übertreiben es. Ja, wir hatten ja damals so die Aussage über die Ferse aufkommen. Und ich hatte immer so das Gefühl, mit jedem Mal, wenn du mit der Ferse aufkommst, kriegst du so einen kompletten Schlag durch den Körper. Es kommt halt darauf an, was mein Ziel ist. Warum jogge ich? Mache ich das, weil ich ein perfektes Bodyforming haben möchte? Weil ich Weltmeister werden möchte oder einfach schneller werden möchte? Weil ich es für meine Gelenke tun möchte? Es kommt darauf an, was will ich damit? Und es ist grundsätzlich was anderes. Wenn ich schneller werden will, ist es grundsätzlich anders, als wenn ich gesunder werden will. Okay. Und ja, barfuß im Wald, in der Natur, das ist sicher für die Gesundheit das Beste, weil dann habe ich auch den Wald, der gibt mir ja schon was, die Unebenheit. Und im Wald ist es halt zwischendurch auch wieder mal schön weich, angenehm, dann hat es wieder eine Wurzel. Diese Vielfältigkeit, die ist gut. Wenn ich aber dann halt als Trainerin oder beim Joggen halt generell, Jogginglehrer, alles nur auf dem flachen, harten Boden mache und dann noch in irgendwelchen Schuhen, wo ich dann auch messe, wie mein Fuß geht und dann eine entsprechende Einlage reintue und dann gehe ich, mache ich Zehntausende oder Hunderte und Millionen von Schritten auf diesem harten Boden und es stimmt an dieser Einlage irgendetwas, ein bisschen nicht, wenn es nur ganz klein falsch ist, dann summiert sich das und dann gibt das Probleme. Das kann Fersensporn sein, das kann ein Schindsplint, eine Entzündung. Ja, Knochenhautentzündung. Knochenhautentzündung sein, bei der Tibia. Es kann eine Chondropathie Patelle sein, also Patellasehnenentzündung. Es können Muskeldysbalancen, die dann Sekundärprobleme vorwerfen, es können Hüftprobleme sein und so weiter. Es muss dann wirklich alles perfekt stimmen. Und das kriegt man nicht hin. Monotone Bewegungen. Ich nehme jetzt den flachen, harten Boden. Darauf zu gehen und das millionenfach zu wiederholen, das ist gefährlich. Weil meine Natur oder der Mensch für Unebenes, für die Vielfältigkeit gebaut ist und nicht für diese Monotonie. Du hattest uns jetzt auch mal noch Bilder mitgebracht hier.
Ja, das ist ein generelles Bild über Ganganalyse. Und bei der Ganganalyse schaut man ja, wie setzt der Fuß auf. Grundsätzlich in der Wissenschaft, in der Biomechanik werden Winkel gemessen und Kräfte gemessen. Mhm. Und ich bin zwar ein wissenschaftlich ausgebildeter Mensch, aber was diese Ganganalysen anbetrifft, die Biomechanik, die ist so einseitig. Wie lang steht man auf einem Bein, wie Schrittlänge, Kräfte und so weiter. Es gibt ja diese Bodenreaktionskurven, die sagen viel zu wenig aus. Ich bin ehrlich gesagt, obwohl ich in dieser Richtung ausgebildet bin, gar nicht so ein Freund. Ich bin eher für die Vielfältigkeit, für das Barfußgehen in der Natur. Mhm. Und dann kommt es darauf an, was ist das Ziel? Möchte ich, oder das Ziel von uns allen müsste ja sein, dass wir ein Leben lang beweglich und schmerzfrei bleiben, ein Leben lang unsere Lieblingssportart ausführen können. Diese Lieblingssportart kann Wandern sein, kann Fahrradfahren sein, kann Fußball spielen sein, kann Skifahren sein, kann Tennis spielen. Irgendwas, was wir einfach schon immer geliebt haben, möchten wir doch bis zum letzten Atemzug machen können. Hm. Und es gibt gewisse Gründe, warum, oder gewisse Gefahren, gewisse Rotlichter, die wir überfahren, Rotlichter, die wir überfahren, die wir nicht beachten. Und das können falsche Schuhe sein, das kann der falsche Untergrund sein, das kann die Trainingsmenge sein, das kann der ein Stress sein, es kann der Ego sein, wo ich einfach immer schneller werden möchte, anstatt dass ich gesunder werden will, mich dabei erwische. Aber wenn wir das gemeinsame Ziel haben, ein Leben lang Skifahren zu können, Fußball spielen zu können, Tennis spielen zu können, joggen zu können, dann müssen wir wirklich wissen, wie machen wir das und ja, was soll ich für Maßnahmen treffen? Ja, bei mir war ja auch die Motivation, wirklich dieses Barfußgehen dann anzufangen und bin dann aber auch an den Punkt gekommen, wenn du barfuß gehst, du hast halt dann doch irgendwie, wenn du durch die Felder läufst, denke ich dann oft, da kommt jetzt die ganze Gülle, die ganze Pestizide, alles über meinen Fuß jetzt wieder in meinen Körper. Ja, ich möchte dieses echte Erlebnis, dieses Natürliche, aber ich möchte nicht die Giftstoffe oder halt in Hundescheiße treten. Das ist mir auch schon passiert, ja. Und da fand ich jetzt wirklich, weil ich ja dann auch mit deinem Schuh gelaufen bin, dieses, ich bin wieder in der Natur und habe dieses Gefühl, ohne jetzt eben diese Nachteile wie Giftstoffe und alles, was ich mir dann wieder über die, das ist ja eigentlich nicht in der Natur gewesen, um mich da auch ein Stück weit davor zu schützen, Möglichkeiten, mich zu verletzen oder Glassplitter oder was auch immer, ja. Das sind ja dann, das fand ich dieses Schöne, dass ich den Bezug zur Natur wieder habe durch die ganzen, Geschichte. Gut, es gibt die Barfußschuhe, gibt's ja. Stimmt, auch. Stimmt, ja, die gibt's auch. Ja. Mit denen kann man natürlich auf dem Feld gehen und wenn man da halt auch mal in gekühlte Wiesen oder so geht, dann kann man die wieder ausziehen. Barfuß im Wald, auf der Finnenbahn, das denke ich, das sind gute Möglichkeiten. Mhm. Und überall dort, wo man harte, flachen Böden hat, sind sicher unsere Schuhe eine gute Möglichkeit, weil das sehr variantenreich ist. Man kann auf jede Seite, weil die nicht nur dämpfen, weil Dämpfen selbst ist nach meinem Verständnis sehr gefährlich, aber weil unsere Sohlen ja zurückfedern, man setzt den Schwerpunkt immer ein bisschen anders aus, hat man eine große Variation der Bewegung, halt überall auf geteerten Wegen, auf gekiesten Wegen, da kann man sehr gut mit unseren Schuhen trainieren, sowohl einfach nur walken oder spazieren oder wandern
oder Joggen. Joggen muss man ein bisschen anders, als wenn man normal mit dem normalen Joggen. Ja, da würde mich jetzt auch mal von dir jetzt wirklich der Unterschied, weil ich habe es ja selber erfahren auch, dass ich wesentlich kleinere Schritte mache jetzt beim Joggen. Ja. Und warum? Also ich merke schon, dass es mir besser tut, aber ich verstehe noch nicht den Unterschied von dem alten Laufen mit dem gedämpften Schuh zu dem Schuh jetzt mit dir, was genau für Nuancen anders umgesetzt werden müssen und auch der Vorteil dahinter ist. Wenn man in unseren elastisch federnden Schuhen joggt, dann tut man gut daran, wie du sagst, kürzere Schritte, aber schnellere Schritte zu haben. Mit dem ganzen Körper aktiv zu sein, komplett aufrecht, also nicht auf die Geschwindigkeit achtet, sondern mehr auf das komplett aufgerichtet sein, auf das Aktive, auf das Anspannen der Muskulatur und ganz schnelle Bewegungen macht, weil dann joggt man immer in einer Balance. Man ist dann immer ausbalanciert. Man hat alle Neuromyofaszien aktiv. Jede tiefe Muskel ist in Bewegung. Es verklebt dann nichts und man trainiert halt die feinen balancierenden Muskeln mit. Die schonen dann auch die Gelenke. Ein weiterer Unterschied, was mir aufgefallen ist, dass ich in meinen alten Schuhen nach innen geknickt bin und auch mein Innenknie dadurch nach innen gegangen ist. Und bei deinem Schuh rolle ich mehr irgendwie über außen ab, über die Außenwand und merke auch, dass mein Knie komplett gerade bleibt. Also das sind schon... Wenn eine Sohle dämpft, also alle weichen Schuhe, alle dämpfenden Schuhe, die stimmen halt, oder die Chance ist sehr groß, dass das nicht genau perfekt stimmt für meinen Körper und irgendwo 1-2 Millimeter, das zu stark, oft dann stark nach innen fällt. Ich werde auch passiv. Meine intrinsische Federung, mein intrinsischer Federungsapparat, der Muskelbänder-Sehnenapparat, der reagiert weniger schnell, wenn ich mit dämpfenden Schuhen gehe, und dann wird er zu Passivität erzogen. Mhm. In unseren Schuhen geht das kaum. Da ist immer eine Vorspannung da, die ist dann eher gegen außen gerichtet, also man ist eher man beginnt den Bodenkontakt eher in Supinationsstellung, damit man nicht nach innen fällt, und rotiert mit dem Fuß dann in spiralförmiger Richtung über die große Zehe. Man ist viel aktiver mit der Muskulatur als mit einem dämpfenden Schuh. Kann ich dann auch eben diese X, also ich habe es ja selber bei mir gemerkt, das knickt nicht mehr ein, das hat mich ja gestört. Auch O-Beine, wie sieht's damit aus? Kann ich diese Fehlstellungen beeinflussen? Ja, O-Beine und X-Beine können korrigiert werden durch Balancieren. Stell dir vor, du würdest immer auf einem Seil gehen, das ganze Leben oder ein Jahr lang immer Seil tanzen. Dann richtet sich die Beinachse aus. Also balancierendes Gehen richtet deine Beinachse aus. Es beginnt unten am Fuß, dass der Fuß nicht nach hinten fällt. Wenn der Fuß nach innen fällt, dann entsteht ein X-Bein. Ja. Wenn der Fuß nach außen fällt, entsteht ein O-Bein. Wenn der Fuß aber immer in aktiver Stellung ist, weder Supination noch Pronation, sondern in der natürlichen Bewegung von der Pronation in die Supination, dann richtet sich automatisch die Beinachse aus. Und man hat eine große Chance, dass das korrigiert werden kann. Und oft sind ja X- und O-Beine auch Ursache von Meniskusschäden. Bei X-Beinen sind es Außenmeniskus. Mhm. Moment, jetzt muss ich aufpassen. Bei X-Beinen sind es... Der kommt ja nach innen. Innenmeniskus. Nein, sind es Außenmeniskusprobleme. Und bei O-Beinen da wird der Außen gequetscht und der wird hier geöffnet. Genau. Ja, genau. Der eine wird auseinandergezogen, das ist eher gut. Das Quetschen ist schlecht.
Aber das gibt dann eine neutrale Stellung und es werden weder innen noch außen Meniskus werden überlastet. Was mir auch aufgefallen ist, wenn du dazu noch was sagen kannst, ich komme nach dem Joggen aufgerichteter in der Wirbelsäule nach Hause, also als ob mich jemand langgezogen hätte, ja, nicht mehr dieses Gestauchte, wo du dann irgendwie dann noch im Nacken irgendwelche Verspannungen hast, sondern wirklich so eine Befreiung vom ganzen Spannungssystem. Das, was du während der Jogging-Session, die halbe Stunde oder die Stunde, wo du joggst, ständig machst, diese schnelle Federn durch diese schnelleren Beinbewegungen und eigentlich diese Vorspannung, bevor du auf den Boden kommst, das speichert sich im Hirn und im Faszienapparat ab. Der Faszienapparat ist ja der Bordcomputer. Dort speichert sich das ab, wie ein Tennislernen sich abspielt. Wie das, wenn du immer die richtige Bewegung machst, speichert sich das auch ab. Das speichert sich ab in deinem Gang. Wenn du unsere Schuhe ausziehst, dann barfuß in der Wiese gehst, hast du immer noch das Gefühl, du läufst wie so eine Königin. Ja, genau. Das war echt so. Ein bisschen stolz. Ja. Kann ich überhaupt so stolz herumgehen? Ja, genau. Nur ich bin dann direkt in die Hundescheiße getreten, das hat mich dann wieder geerdet. Dachte ich auch, fängt ja schon gut an. Aber es war wirklich so. Ich war laufen und habe die Schuhe dann ausgezogen und dachte, wow, also man kommt so richtig ins... Das speichert sich ab. Richtig schön. Ja, super. Habe ich noch was vergessen zu fragen? Gerade beim Laufen, Walken. Ja, eben. Die Menschen fragen dann, was ist jetzt besser? Walken, wandern, nur spazieren? Und dann frage ich zurück, was ist das Ziel? Und dann, wenn das Ziel ein Leben lang seine Sportart machen muss, dann braucht es von allem ein bisschen. Was es meiner Ansicht nach nicht unbedingt braucht, ist das Nordic Walking. Ich möchte jetzt nicht zu vielen Menschen auf die Füße treten, weil ich weiß, viele machen Nordic Walking. Ich sage es trotzdem, weil ich gerne sage, was ich denke. Nordic Walking oder Stöcke zu benutzen beim Gehen kann Sinn machen aufwärts. Es macht immer Sinn, wenn man Rollen oder etwas Rutschiges unter den Füßen hat, wie Langlaufskier. Dort macht es sehr viel Sinn. Aber wenn ich Haftreibung habe, also wenn ich nicht... wenn ich wirklich abstoße, weil ich den Oberkörper trainieren will, aber ich trainiere ja, wenn ich richtig Nordic Walking mache, vor allem den Trizeps, nicht viel mehr als der Trizeps. Und im Übrigen blockiere ich meinen reaktiven Armschwung. Ich glaube, das ist so wichtig, dass der Oberkörper reaktiv mitschwingen kann, damit diese ganzen Neuromyofaszien natürlich spielen können. Sich auch joggen hat für mich auch einen hohen Aspekt von Stressabbau. Und wenn der Stress abgebaut werden soll, dann müssen alle Muskeln sich frei bewegen können. Und ich bin überzeugt, dass die Stöcke dafür hinderlich sind. Abwärts würde ich nie mit Stöcken gehen und stützen, weil dann verliere ich die Fähigkeit beim Abwärtsgehen. Abwärtsgehen, wie geht man abwärts, wäre alleine schon eine Sendung wert. Übrigens, wenn Sie beim Abwärtsgehen Schmerzen haben, gibt es eine gute Chance. Joggen Sie mal abrollend abwärts, mit ganz kleinen Schritten. Abrollend über die Ferse abrollend, das geht natürlich am besten mit unseren Schuhen oder mit unseren Wandernschuhen, wo man rollen kann. Und dann werden sie sofort, aber sie können auch abwärts mit ganz schnellen Schritten einfach ganz normal abwärts joggen. Dann hilft das gegen die Knieschmerzen beim Abwärtsgehen. Sie können rückwärts gehen oder das Allerbeste, sie rollen abwärts. Sie machen kurze Schritte und ziehen den Schienbeinmuskel an, halten den Muskel langsam und rollen ganz langsam abwärts. Es ist eine Technik, die man lernen muss zuerst natürlich. Wenn man die mal gelernt hat, kann man abwärts rollen.
es wird einen massiven Schienbeinmuskelkater geben, einen Muskelkater in der ganzen vorderen Muskelkette. Aber die trainiert man dann natürlich auch exzentrisch, was sehr gesund ist. Mhm. Und trainiert einem auch, also eine gute Vorbereitung, dann auch für die Sportart, die man gerne das ganze Leben lang pflegen möchte. Super. Ja. Ja. Jetzt habe ich alles ein bisschen so überflogen. Ja, was ist extrem spannend, gerade auch beim Thema Joggen, um eben genau diese Runterlaufgeschichte, das leiden ja total viele drunter, ja, dass sie sagen, hier, was habe ich für einen Weg wirklich. Was ich vielleicht auch noch ergänzen könnte, sollte, viele meiner Freunde, meiner Turnerkameraden, meiner Fußballkameraden, die können nicht mehr, die haben Knie-Hüftschmerzen. Mhm. Und dann wechseln sie auf Fahrradfahren, weil das nicht schmerzt. Und denken dann, das ist die Lösung. Es ist natürlich, Fahrradfahren hat sehr gute Aspekte. Man kommt in der Natur herum, man ist vielleicht ein paar Freunde zusammen. Für den Herzkreislauf ist sehr gut, aber für die Knie und Hüfte ist es schädlich, weil ich mache eben wieder eine verkürzende Bewegung. Ich müsste eine Streckbewegung machen. Es wäre ganz wichtig, wenn man Knie-Hüftschmerzen hatte, sollte man anders gehen lernen. Da gibt es ja andere Sendungen, wo man da auch anschauen kann, wo man sofort schmerzfrei werden kann, trotz Kniearthrose. Bei Hüften kann man auch sehr schnell, Hüftarthrose kann man auch sehr schnell schmerzfrei werden, muss aber unbedingt noch Hüftbeugerdehnungen machen, gewisse Übungen, weniger sitzen und so weiter. Aber da gibt es schon Alternativen zum Fahrradfahren. Soll man ja auch, aber man sollte nicht denken, dass das jetzt für meine Knie und für meine Hüften gesund ist. Das gesund ist es eben nicht, weil ich mache genau die gleiche verkürzende Bewegung wie beim Sitzen, was ja auch die Ursache ist von diesen Problemen. Ja, durch die Interviews mit dir habe ich ja wirklich auch gelernt, je mehr Variationen wir in unsere Bewegung einbauen, also barfuß mit, ohne dann schnell laufen, langsam runter, tippeln, große Schritte, kleine Schritte. Ich denke, das wird dann schon der Schlüssel nachher sein. Balanceübungen, dass man wirklich die Faszien auf allen Ebenen. Elastisch federn, Trampolinbewegung. Ja. Genau. Ja, die Variation macht's aus. Ja. Und vor allem mehr Streckbewegungen als Beugebewegungen. Super. Vielen lieben Dank. Falls jetzt doch unsere laufbegeisterten Zuschauer direkt mal loslegen wollen, mit diesem Gefühl auf Luft und Rückfederung zu joggen, wo kann man sich denn da am besten informieren? Ja, man kann ganz einfach bei Google Kibun Joya eingeben, Kibun oder Joya. Kibun schreibt man K-Y-B-U-N und Joya mit J-O-Y-A. Super. Da findet man sicher genug. Ja, also ich werde nächstes Mal berichten, wie es bei mir jetzt mit dem Tennis lief, mit den Schuhen. Gerne, da freue ich mich auch riesig drauf, weil da war ich echt noch so, kann ich jetzt mit denen Tennis spielen? Oder? Bin ich gespannt. Ja, dann hoffe ich, bis bald, lieber Karl, und vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, Corinna, hat mich sehr gefreut. Ja, liebe sportbegeisterte Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Es ist immer wieder so spannend, tolle Gäste hier zu haben, die einem immer wieder aus diesem Strauß an Möglichkeiten was mitgeben auf dem Weg. Wenn Sie weitere Interviews zum Thema auch Hüftschmerzen oder Knieprobleme austarieren sehen möchten, gehen Sie gerne auf die www.qs24.tv Seite. Da können Sie auch Karl Müller als Suchbegriff eingeben und finden einige spannende Interviews zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wunderschöne Zeit. Bis bald und tschüss.